Moin Leute und heute wünsche ich euch einen richtig heftigen und richtig leichten Money Glitch. Aber vor mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Videos. Aber Leute, ihr werdet vielleicht diesen Glitch auch schon kennen, denn es ist so gesehen der alte Glitch, aber nur deutlich verbessert. Was heißt verbessert? Naja, es gibt da ein paar Neuigkeiten, da ein paar Änderungen und dadurch wird dieser Glitch einfach wirklich super effizient. Und Leute, das ist einfach mega cool. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr als Duper, als Glitcher so gesehen, braucht auf jeden Fall einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und ihr braucht außerdem auch noch eine Arena-Werkstatt inklusive dem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Und mein Tipp, Leute, nehmt den Easy aus der Arena-Werkstatt, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Außerdem braucht ihr doch mit in der Arena-Werkstatt mindestens zwei weitere Fahrzeuge. Und nein, Leute, diese Fahrzeuge werdet ihr nicht verlieren bei diesem Glitch. Das ist wirklich ganz wichtig, ihr könnt damit irgendwelche persönlichen Fahrzeuge benutzen. Außerdem braucht ihr auch noch als Duper einen Fatschi-Roller in irgendeiner anderen Garage. Es ist völlig egal, in welcher Garage, außer natürlich MC Clubhouse. Aber sonst braucht ihr irgendwo einen Fatschi-Roller. Außerdem braucht ihr natürlich auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und euer Freund, jetzt braucht euer Freund die Sachen, euer Freund braucht ein Casino-Penthouse. Und in Casino Penthouse Garage braucht er mindestens ein Fahrzeug. Das ist auch ganz wichtig, Leute, dass er in Casino Penthouse Garage ein Fahrzeug hat. Und außerdem braucht er noch einen bestimmten Job. Den Job habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist auch wirklich wichtig, dass euer Freund diesen Job verlinkt habt. Aber Leute, das war's auch schon. Falls ihr diese Dinge nicht habt für diesen Glitch, habe ich natürlich auch noch den alten Money Glitch in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr auch noch die alte Version machen. Der geht zwar nicht ganz so schnell, aber Hauptsache ein Money Glitch, würde ich sagen. Aber Leute, bevor wir mit dem Video starten, noch ein kleiner Werbeblock. Nämlich, wenn ihr keinen Bock mehr habt, in COD, FIFA, Fortnite oder in GTA euch die Sachen zu ergrinden, könnt ihr natürlich auch hier die kleine Abkürzung euch kaufen. Nämlich ist das hier ein Shop, wo ihr ganz easy euch Sachen kaufen könnt, In-Game-Loot euch beschaffen könnt. Zum Beispiel in GTA Online könnt ihr euch hier natürlich Level und Geld und vieles mehr euch holen. Das Coole ist an diesem Shop, Leute, ihr könnt natürlich auch hier auch noch richtig Geld sparen. Nämlich mit dem Gutscheincode NHW könnt ihr euch sogar 10% Rabatt auf euren nächsten Einkauf sichern. Also Leute, greift zu, solange der Vorrat reicht. Auf jeden Fall ist ein Link in der Videobeschreibung verlinkt, inklusive Rabattcode natürlich. Aber ich muss sagen, gehen wir doch mal direkt zum Money Glitch. Nämlich als erstes seid ihr mit euren Freunden irgendeiner GTA Online-Sitzung. Und Leute, es ist wirklich völlig egal, in welcher GTA Online-Sitzung. Aber in meinem Fall war ich jetzt an einer Freundessitzung. So, als erstes muss sich euer Freund verglitschen. Das bedeutet, wir switchen jetzt mal die Sicht als unser Freund. Nämlich ist euer Freund jetzt in der Casino Penthouse. Und Leute, er muss natürlich den Job schon längst markiert haben für diesen Glitch. Und wenn er diesen Job jetzt nicht im Penthouse sieht, dann muss er seine anderen markierten Jobs, die er hat, einfach alle löschen, solange bis er den Jobpreis sieht. Und ja Leute, das kann wehtun, seinen geliebten Job zu demarkieren, aber es geht leider nicht anders. Musste ich auch machen tatsächlich für diese Aufnahme, deswegen macht es einfach. Gut, seht euer Freund jetzt den Jobpreis vor eurem Telefon, dann können wir auch schon direkt loslegen. Denn euer Freund muss jetzt von rechts ans Telefon dran gehen. Und zwar so, dass er oben rechts die Meldung hat, dass er ans Telefon drankommen kann, aber noch nicht im Jobkreis steht. Und das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Ihr drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, sodass er aufs Telefon zugreift. So, ihr seid jetzt im Telefonservice drin. Dann kann euer Freund jetzt einen Parkdienst auswählen, geht auf Penthouse Garage und wählt das Fahrzeug aus, was er in der Garage drin hat. Und Leute, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part. Nämlich, wenn euer Charakter jetzt das Telefon wieder zurücklegt, und kurz bevor er es wirklich zurückgelegt hat, müsst ihr die rechte Pfeiltaste spammen. Dadurch startet ihr nämlich den Job. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, ich weiß, das ist ein bisschen Timing-Part, aber wenn alles funktioniert hat, werdet ihr durch die Map fallen, kurz Zeit später draußen spawnen und ihr seid schon im Modus. Und woran erkennt ihr, dass ihr im Modus seid? Naja, ihr seid jetzt in God-Mode. Wie geil ist das denn? Sprich, euer Freund kann euch nicht mehr killen. Also rein theoretisch könnt ihr euren Freund auf abfacken, habe ich jetzt nicht gesagt. Und ihr seid ready für den Glitch. Wir switchen jetzt mal die Ansicht, nämlich wir müssen unseren Freund jetzt abholen. Aber Leute, ganz wichtig, euer Freund darf jetzt nicht in ein Auto einsteigen. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendein großes Fahrzeug holen, zum Beispiel ein LKW oder sonst irgendwas, wo euer Freund drauf stehen kann und ihr damit auch fahren könnt, obwohl er oben drauf steht. Ihr wisst, was ich meine. By the way, Leute, steigt euer Freund jetzt ein, passiert dann das für euer Freund.
Er wird jetzt wieder zurück ins Penthouse gespawnt und ist total verbuggt und sonst irgendwas. Deswegen braucht ihr hier tatsächlich einfach irgendein Straßenfahrzeug oder ein LKW oder sonst irgendwas, wo er hinten drauf stehen kann, ohne einzusteigen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Leute. Sonst entbuggt sich euer Freund wieder. Als nächstes fahren wir mit unserem Freund zur Arena-Werkstatt. Sind wir jetzt an der Arena-Werkstatt angekommen, steigen wir jetzt aus und rufen jetzt über Mechaniker ein Fahrzeug aus der Arena-Werkstatt raus. Aber Achtung Leute, es darf nicht das Fahrzeug sein, was ihr euch duplizieren wollt, sondern irgendein Auto aus der Arena-Werkstatt. Habt ihr ein Auto aus der Arena-Werkstatt bestellt, steigt euer Freund ein. Aber Achtung Leute, ihr müsst das Fahrzeug auf Beifahrer gestellt haben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig Leute, dass das Fahrzeug auf Beifahrer gestellt ist. Euer Freund steigt ein und ihr könnt aussteigen. Seid ihr ausgestiegen, könnt euch als MC President registrieren. Denn jetzt Leute, lauft ihr ein bisschen weiter weg und bestellt den Faccio-Roller. Habt ihr den Faccio-Roller bestellt? Keine Sorge Leute, der wird auch nicht geliefert. Könnt ihr jetzt einfach in eure Arena-Werkstatt reingehen. Und Achtung Leute, ihr müsst natürlich auf alleine beitreten gehen, falls euch die Meldung kommt, ob ihr mit eurem Freund beitreten möchtet. Seid ihr in der Arena-Werkstatt drinne, steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Und mein Tipp, Leute, nehmt natürlich den Easy aus der Arena-Werkstatt, denn bringt einfach am meisten bei solchen Glitches. Seid ihr euren Easy eingestiegen, könnt ihr einfach losfahren. Und werdet merken, Leute, dass ihr einfach in der Arena-Werkstatt rumfahren könnt. Wie lustig ist das denn? Und daran merkt ihr auch, Leute, dass bisher alles funktioniert hat. Denn ihr fahrt jetzt zur Garagenausfahrt und klemmt jetzt eine Seite von euren Easy ein. Habt ihr eine Seite eingeklemmt, ist es völlig egal, Fahrer- oder Beifahrerseite, steigt ihr aus, steigt jetzt in einen anderen Fahrzeug ein, was ihr noch in der Arena-Garage rumstehen habt, und klemmt die andere Seite von euren Easy ein. Warum das Ganze? Naja, wenn ihr jetzt Dreieck drückt zu eurem Easy, werdet ihr rein und raus teleportiert. Und genau das brauchen wir, Leute. Denn als nächstes gehen wir jetzt zur Garagenausfahrt. Werdet jetzt oben links die Meldung haben, dass ihr die Arena-Werkstatt verlassen wollt. Oder B1 oder B2 Garage. Aber gut, wir wollen jetzt die Arena-Garage ja verlassen. Aber Leute, jetzt kommt ein kleiner tricky Part. Denn ihr müsst jetzt Dreieck und X gleichzeitig drücken. Das bedeutet, ihr geht zwar aus der Arena-Werkstatt raus, aber teleportiert euch direkt in euren Easy rein. Und wenn jetzt alles funktioniert, Leute, wie es sein sollte, solltet ihr jetzt mit eurem Easy, beziehungsweise mit einem Auto, was ihr euch duplizieren wollt, draußen spawnen. Ist das passiert, Leute? Wunderbar. Denn als nächstes öffnet das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, geht auf mobile Kommandozentrale und fordert eure mobile Kommandozentrale an. Habt ihr eure mobile Kommandozentrale angefordert, kann euer Freund aus dem Auto aussteigen. Und ihr werdet sehen, Leute, dass das Auto verschwindet. Und wie gesagt, Leute, keine Angst, das Auto verschwindet nicht. Es ist jetzt einfach nur wieder in der Arena-Garage gespawnt. Denn jetzt, Leute, müssen wir zu unserem MOC fahren. Und Leute, ihr wisst es jetzt vielleicht nicht, aber euer Easy ist schon das Duplikat. Ja, Leute, es ist ja schon euer Duplikat. Deswegen müssen wir jetzt nämlich zu unserem MOC fahren, um das Duplikat einmal abzuspeichern. Seid jetzt in eurer MOC drinne, zeige ich euch jetzt einfach direkt, dass es jetzt irgendwie kein Fake-Glitch oder sonst irgendwas ist. Nein, Leute, ich zeige euch jetzt, dass es wirklich mein Duplikat ist. Sprich, ich fahre jetzt wieder zurück zur Arena und zeige euch auch noch, dass mein originaler Easy noch auf dem originalen Stellplatz steht. So, ihr seht jetzt, dass ich jetzt mit meinem Duplikat auch jetzt in meinem Arena-Werkstatt bin. Aber Leute, ich zeige euch jetzt auch wirklich, dass ihr jetzt cleane Duplikationen habt. Das bedeutet, dass sich die Nummernschilder auch tatsächlich ändern bei diesem Glitch. Nämlich hat euer Duplikat das Nummernschild von eurem Faccio-Roller übernommen. Das habt ihr jetzt natürlich in diesem Video jetzt nicht gesehen, wegen der Waffe hinten drauf. Aber ich zeige es euch jetzt in der Garage. Sprich, ich steige jetzt aus und renne jetzt zu meinem originalen Easy. Steige jetzt ein, drücke jetzt rechte Falltaste für die Tuning-Garage und ich zeige euch jetzt das aktuelle Nummernschild von meinem originalen Easy. Mein originaler Easy hat ein Nummernschild, ja, normales Nummernschild halt, ne? Wo hinten steht 917. So, das merken wir uns jetzt einmal. Sprich, wir gehen jetzt wieder zurück zur Arena-Garage, steigen aus, steigen unser Duplikat ein und machen das Ganze nochmal und schauen uns jetzt das Nummernschild an. Und Leute, ihr werdet sehen, dass es jetzt ein anderes Nummernschild ist. Und das, Leute, beweist, dass es hier eine cleane Duplikation ist. Das bedeutet, ihr dürftet keine Probleme haben, bei diesem Glitch irgendwie gebannt zu werden oder sonst irgendwas. Aber Achtung, Leute, natürlich immer noch gilt hier das tägliche Cell-Limit. Das Cell-Limit solltet ihr trotzdem noch beachten. Aber Leute, das war's schon mit dem Glitch. Ihr könnt natürlich jetzt direkt wieder weiter glitchen, ab dem Part, wo ihr mit eurem Freund bei Arena Garage angekommen seid. Aber wenn euch dieser kleine Money-Glitch gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und wenn ihr sogar reicher geworden seid in GTA Online, dann lasst mir doch ein Abo da für diesen krassen Glitch. Aber Leute, ich bin mal raus. Euer Bombosch. Ciao.